Meine Meldung der Woche betrifft diese Woche die Mobilität im Land Schleswig-Holstein. Und dieses Mal nicht die Landesstraßen oder das, was wir am Straßenkörper in der Infrastruktur ausbauen, sondern die Radwege und die Schienen im Land. Denn diese Woche war die Woche der Vorstellung der Radstrategie. Über viele Jahre ist in Schleswig-Holstein ehrlich gesagt nicht unbedingt so richtig Wert darauf gelegt worden, dass das Radfahren den Stellenwert hat, den man ihm einräumen könnte. Denn der letzte große Aufschlag für ein landesweites Radverkehrsnetz ist 2008 gemacht worden. Die Planungen für ein fahrradfreundliches Schleswig-Holstein datieren auf das Jahr 1998 und ein Forum, das sich als quasi Kuratorium, als Beirat mit dem Radfahren beschäftigte, institutionell, ist 2015 sogar noch abgeschafft worden. Fahrradfahren hat aber eine natürlich viel größere Bedeutung als früher, denn mit E-Bikes und Pedelecs geht ja eine ganze Menge. Und deshalb haben wir uns zusammengesetzt mit ganz vielen Auguren, mit ganz vielen Menschen, die in der Szene eine Rolle spielen und nicht nur die Kommunen und nicht nur das Land, sondern Verbände, Organisationen, die alle an einem Bicycle Policy Audit teilgenommen haben, in dem sie alle zu Wort gekommen sind, um ihre Themen einzubringen. Daraus ist eine Radstrategie geworden mit ganz vielen Handlungsfeldern und Maßnahmen, die sich auf die Infrastruktur, auf die Verkehrssicherheit beziehen und die wir ab diesem Jahr umsetzen werden. Das beginnt mit einer natürlich erstmal auch Aufstellung der Zustände unserer Radwege, denn wir haben viele Radwege im Land, aber viele sind auch in einem schlechten Zustand. Ein Plan dafür, wie wir diese Zustandssituation verbessern können. Und dann geht es natürlich aber auch darum, wie können wir die Sicherheit im Radverkehr verbessern. Und es geht, das ist dann auch ein wichtiger Teil, darum, wie wir Radtourismus im Lande noch verbessern können. Und was den Schienenverkehr angeht, da war in dieser Woche auch noch eine ganz besondere Situation vorhanden. Denn auf einer der wichtigsten Achsen auf der Eisenbahn für Schleswig-Holstein, da wo drei verschiedene Linien zusammenkommen, die Linie aus Westerland nach Hamburg, die Linie aus Flensburg nach Hamburg und die Linie aus Kiel nach Hamburg. Die treffen sich alle in Elmshorn. Und von Elmshorn aus wird es eng. Elmshorn-Hamburg ist deshalb eine Achse, auf der wir jeden Tag im Regionalverkehr über 30.000 Menschen bewegen. Und wir könnten viel, viel mehr. Nachdem der Bund das Ausbauen dieser Strecke im Infrastrukturbereich leider nicht zugesagt hat, haben wir einen Plan entwickelt, wie wir das als Land machen können. Mit Förderung des Bundes, ja, aber auf quasi eigene Faust. Ein drittes Gleis für eine S-Bahn nach Elmshorn. S4 West mit Halten zusätzlich in Elmshorn Süd und Pinneberg Nord und einer Regionalbahn, die weiter in den Hamburger Hauptbahnhof fährt. Kapazitätssteigerung fast 50 oder über 50%. Statt 30.000 Menschen wollen wir zum Schluss in der Endausbaustufe bis zu fast 60.000 Personen transportieren können auf dieser Achse. Und das in einem Takt, der so ist, dass man eigentlich jederzeit zum Bahnhof gehen kann, um zu sagen, jetzt kann ich abfahren, denn ein Zug kommt gleich oder steht bereit. Das ist die sicherlich langfristig umzusetzende Vorstellung. Kurzfristig wollen wir die Kapazitäten durch Doppelstockfahrzeuge erweitern. Ein Plan, glaube ich, der in der Region gut angekommen ist und der wichtig ist für Schleswig-Holstein. Er ist nicht billig und wir müssen ihn entscheiden und er wird, bis er ganz und gar umgesetzt ist, auch noch eine Weile dauern. Aber er zeigt, dass man ab und an mal auch eine Vision haben muss, wie man im Westen Hamburgs und im Nordwesten Hamburgs und damit im Südwesten Schleswig-Holsteins eine Perspektive für viel, viel mehr Pendlerbewegungen hat als in der Vergangenheit.